Felix zeigt seinem kleinen Bruder, wie das Größenverhältnis zwischen Sonne und Erde ist. Wenn das hier die Sonne ist, dann ist dieser Stecknadelkopf gerade mal die Erde. Oha, ist ja. Nimm die auch mal. Was nämlich noch viel krasser ist, wie weit die auseinander sind. Ich zeig's dir mal. Er macht sich auf den Weg und entfernt sich mit seiner Fußballsonne immer weiter von der Stecknadelerde. Erst nach 30 Metern bleibt er stehen. Das ist der Abstand, den die Sonne von der Erde hätte, wenn sie so groß wie ein Fußball wäre. Und hier ein weiterer Vergleich, der die riesige Entfernung deutlich macht. Wenn wir zu Fuß zur Sonne gehen könnten, wären wir über 4400 Jahre unterwegs. Sogar das Licht, das schnellste, was es in der Natur gibt, braucht für die Strecke immerhin noch mehr als 8 Minuten. Und das, obwohl das Licht 1 Milliarde Stundenkilometer schnell ist.